Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Raiders of Icarus hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind Parnas Küste, Bucht des, ja, wie hieß hier? Moment, ich muss eben selber schauen. Die Heilige Bucht. Alles heilig hier. Heiliges Wasser. Heilige Mirumi. Die haben irgendwie alle zu voll zum Quatschen sind. Die schreiben sich untereinander nur Briefe, die wir in den letzten Folgen ja erfolgreich verteilt haben. Kam mir schon fast vor wie so ein kleiner Postbote. Ja, neuer Tag, neue Folge, neue Aufnahme und wir haben eine Box mit heroischem Zeichen beanspruchen. Ja, bitte. Mal sehen, was wir drin haben. Schlawups. Eine Frostwahlrune. Diese geheimnisvolle Rune vom dunklen Ritter Ashuram sollte beim Bändigen von Terrorkeraf behilflich sein. Ja, den hätte ich gerne. Aber ob das auf dem Server hier irgendwann mal was wird, ich wage es zu bezweifeln. Aber ich habe mir mal eben die Mühe genommen und die Muße und habe mal hier den Nexon-Support angeschrieben. Die 30 Fragen vorher beantwortet, ausgefüllt, bevor ich dann meine eigentliche Frage stellen durfte. Ob es denn möglich ist, den Server zu wechseln. Und ja, ich bin mal gespannt, was die jetzt antworten, die Jungs und Mädels. So, dann haben wir ja jetzt hier noch den Premium-Service. Da gibt es dann noch. Was gibt's denn da? Gibt's da noch was? Flashkiss? Was hat denn der uns jetzt in die Tasche gedrückt? Du erhältst 100% den Gesundheitstrank mal 20. Wo ist denn der? Da ist der. Ach, der rundet den immer auf 20, ne? Kann sein? Schade. Okay. Und 100% Energietrank mal 20. Haben wir auch. Tagesbelohnung ist heute täglich. Wir kriegen ein weißes Runescape. Allerdings verschwindet dieser Gegenstand nach 7 Tagen in deinem Beutel. Schade. Elunpack gibt's übermorgen. Den Talisman, den berühmt-berüchtigten. Ja, hier müssen wir auch mal schauen. Belohnungsinschrift September, was damit in sich hat. Sammle diese Schriften und bringe sie zum September-Belohnungshändler im Tausch gegen spezielle Gegenstände. Auch sagen wir hier diese Höhlenschlüsselsteine noch nichts. Jenus-Kontrollstein. Jenus hat diesen Kontroll direkt in seine Brust implantiert. Er kann verwendet werden, um Gefährten in seinem Versteck zu bändigen. Ja, ich bin irgendwie nicht up to date, glaube ich. Also. Nun gut, was machen wir jetzt? Wir machen. Ja, Questen, klar. Ich mache mir jetzt gar nicht erst die Mühe. Wir haben ja in der letzten Folge und in der vorletzten Folge die Schleierhöhle gemacht. Im Solo-Mode. Ich versuche jetzt gar nicht erst da eine Gruppe zu finden, weil das hat schon Ruinen von Matre nicht geklappt. Ich denke, das wird jetzt hier auch nicht besser sein. Wir schauen mal. Frostkeep, Frost, Frost, Frost. Taming Garm, ja. Was ist ein Frost? Frost ist der Raid, ne? Ich schaue nochmal kurz nach. Ja, ich denke mal, das ist Eisiger Bergfried. And this is Raid One, I mean. Also da werden wir Anhang. Oha. Ich bin gerade erst von der Arbeit gekommen, Entschuldigung. Also da werden wir wahrscheinlich Leute für Finn kriegen. Aber ansonsten, ihr seht schon, hier auf dem Server tut sich nichts viel. Und Want to say Noble Pitch Saddle. Ja, wir müssen auch noch für unser Viech dann mal irgendwann ein bisschen Rüstung craften. Also Arbeit haben wir hier noch genug. Obwohl ich ja momentan mich ja echt nur noch aufs Questen beschränke. Also der ganze Kram, der nebenbei eigentlich noch ansteht, den habe ich bis jetzt komplett liegen lassen. Sprich Berufe, also Alchemie ein bisschen, ne? Oder Gefährtenforschung oder. Ja. Ob das nicht irgendwann böse ausartet, müssen wir mal schauen. Ich würde gern. Okay, er ignoriert mich. Sehr brav. Braves Köterli.
Ja, genau, was wollten wir machen? Wir machen hier erhalte rituelle Elemente. Wir sollen ein Ritual starten. Dafür braucht die Guteste aber noch ein paar Sachen. Und die sollen wir jetzt in 4, 5 verschiedenen Questen alle besorgen. Also für jede Quest kriegen wir einen Ritualgegenstand. Und alles in allem dann, wenn wir alles abgeschlossen haben, können wir die Quest beenden, beziehungsweise die Hauptquest starten. Erhalte Laikohorn. Laikohorn? What? Muss man Laikos killen? Sind die oben? Ah. Ah. Haben wir auch einen? Den habe ich bis jetzt noch nicht einmal geflogen. Möchte ich mal so erwähnen. Was? Wird's hoch? Oder warum hat der Bildschirm, hat er gerade rot geleuchtet oder hatte ich gerade. Naja, wir sind gerade auf 59 Meter. Da geht noch einiges. Ich hatte gerade den Eindruck, aber egal. So. Ja, dann hatte ich gestern eine interessante Frage über Facebook auf meiner Seite, beziehungsweise auch zeitgleich im YouTube. Da wusste ich auch nicht genau, was ich antworten sollte. Und zwar hat jemand gefragt, wenn er sich einen versiegelten Gefährten im Auktionshaus holt, also die ja normalerweise dafür vorgesehen sind, die in die Rüstung zu packen, ob er da auch das Reittier wieder raus extrahieren kann, dass er also das Reittier quasi hat. Also ich weiß, der Extraktionsstein-Gedönse, der ist ja eigentlich nur dafür da, dass wenn wir so einen versiegelten Gefährten in die Rüstung knallen, wir das wieder rückgängig machen können, wenn ich das so richtig verstanden habe. Aber können wir auch diesen Gefährten wieder rausholen? Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, das täte mich echt mal interessieren. Dann kriegen die Hasis wieder vors Maul, ja. Von denen was looten? Ja, halte. Oh. Ein Pfote. Ich mag die Hasis nicht killen. Die sind echt cool. Stumpf. Ich muss da unbedingt mal gucken, wie wir an Elite-Siegelsteine kommen. Was? Weil ich würde gerne meine Rüstung mal ein bisschen sockeln.
Das Einzige, was ich geldmäßig bis jetzt gelesen habe, ist, man soll Lavalichthöhle heroisch abfarmen. Solo. Und da könnte man dann halt gut die Siegelsteine. Wieso habe ich Aggro? Da könnte man halt gut die Siegelsteine abfarmen. Macht er jetzt? Oh, ist doch nicht wahr. Weg. Wo ist die Grafik? Da ist die Grafik. Weiter geht's. Futter. Die Pfote und dann ist das Massaker hier direkt beendet und ich lasse euch in Ruhe. Ah, ich muss mal gucken, wir haben ein paar Auktionen haben wir verkauft. Eine. Wo ist er? Keiner mehr? Da ist einer. Was müssen wir hier noch machen? Erhalte Frankos königlichen Pelz. Franco? Ach, der Oberrabbini. Wo ist denn? Ist hier eine Höhle oder sowas? Ping! Franco? Franco? Alphawand? Oh, wir dürfen ausnahmsweise durchfliegen. Da ist er. König Franco. Der Erste. So, den machen wir aber jetzt auf Mount. Ganz einfach, weil wir es können. So, Franco. Guten Tag. Nicht zu weit weg, sonst. Schieß. Jetzt resette bloß nicht, ey. Dann. Was? Ach, wir kriegen die direkt vor Ort. Ach so. Okay, dann machen wir die nächste Quest. Wir müssen wieder zurück, ne? Seh ich das so richtig? Aber ist ja auch, wenn ich das so sehe, ich habe ja jetzt hier in den Dailies da diesen 7 Tage Premium Service bekommen. Ist ja eine nette Sache. Kriegst täglich deine Tränke, erhöhte XP, weniger Kosten beim Verkaufen, erhöhte Drop-Chance. Und ich weiß nicht, das ist für mich ja schon definitiv dann Pay to Win, ne? Gut, die Rüstung, die jetzt droppt, ist jetzt auch nicht der Oberburner, aber wir können sie entzaubern etc. pp. Wir können verkaufen, glaube ich, oder? Kann man es verkaufen? Ja, ich denke schon. Finde ich in dem Moment nicht wirklich erhaben. Aber nun gut. Mirumi Priester, okay. Die Tante. Ja.
nur so weggeklotzt. Müssen wir von denen nur was looten? Sechsmal, ja gut, dann kann man die Tante hier auch. Ne? Gibt's nicht? Nicht da? Hm. Sehen, ob's da rauskommt. Feine Truhe. Geheimnisvolles Fragment. Monsterjagd. Da ist er. Magierin, die müssen wir noch nicht erledigen. Heroisch. Stufe 34. Ach so. Oha. Sich nicht geheilt. Was ist denn soweit? Ein X. Erhalte Schuppen einen Mirumi. Erhalte Werners Kristallkugel. Dem Werner seine Kristallkugel. Gesehen im Flug. Bams. Eine noch. Und dem Werner ist da vorne. Okay. Wie viel Gold haben wir jetzt? 8 Gold wieder. Das ist die. Ist die das denn jetzt? Ja, komm mal. Einfach drupf da. Und nein, du. Dich nicht. So. Auch fertig. Müssen wir das, was müssen wir machen jetzt? War das schon fertig hier? Erhalte Amaras Federn, erhalte königliche Arosdaune. Arosdaune. Ja. Okay. Aber meine Lieben, ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge von Raiders of Icarus. Wir gehen noch ein paar Vögel kloppen und schauen, was wir danach als weiteres erledigen müssen. Ich hoffe, es hat dir da draußen gefallen und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge hier siehst, und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.